Soll Aktiensparen besser gefördert werden? Sollen wir alle mehr Aktien haben, so wie das Friedrich Merz vorgestellt hat, der nächste beinahe Bundeskanzler? Oder ist es Quatsch und vielleicht sogar verantwortungslos? Das ist heute unser Thema. Willkommen bei Zukunftsmärkte. Menschen sollen viel mehr Aktien haben und der Staat soll das auch fördern. Da liegt Potenzial drin. Das hat sinngemäß Friedrich Merz gesagt und er hat dafür einiges an Prügel eingesteckt für diese Aussage. Und wir stellen uns heute die Frage, kann man das, was er da vorgeschlagen hat, unterschreiben? Und da werden Sie vielleicht sagen, naja, das kann ich mal ja denken, wie das ausgeht hier. Wir sind hier bei Zukunftsmärkte, da geht es immer um Aktien, um Finanzmärkte und da könnten Sie ja natürlich sagen, der will hier natürlich, dass die Leute Aktien haben und sich dann den ganzen Tag Börsenvideos anschauen. Und da kann ich auch nur sagen, ja, natürlich, dafür mache ich sie ja, diese ganzen Beiträge, die Filme hier und zusätzlich auch noch unsere Reports, weil falls Sie das noch nicht wissen, die gibt es ja auch noch und die sind auch kostenlos. Da muss man sich nur eintragen auf www.zukunfts-märkte.de. Die kriegt man dann auch noch völlig gratis, völlig kostenlos. Und das leisten wir alles für unsere Zuschauer, die in der Regel Aktionäre sind, Aktienanleger, Selbstentscheider in den meisten Fällen und die sich informieren wollen und ja auch informieren müssen. Und deswegen ist auch klar, ich werde hier die Aktienanlage nicht verdammen, aber umso mehr, wir wollen uns mit dem Thema schon mal ernsthaft auseinandersetzen, weil das soll jetzt auch kein Aktienwerbevideo oder sowas werden. Sowas gibt es hier auch schon genug auf YouTube. Erstmal vielleicht, was diesen Vorschlag betrifft von Friedrich Merz, was der für Wellen geschlagen hat. Das ist schon interessant, weil es ist meiner Meinung nach ein eher harmloser Vorschlag und es ist in anderen Ländern auch ganz normal, dass Aktiensparen gefördert wird und in anderen Ländern gibt es auch viel mehr ganz normale Bürger, die Aktien haben. Und dann kamen aber als Reaktion solche Sachen wie, das fördert nur die Zockerei, das hilft wieder nur den Reichen und der Merz lebt in einer Parallelwelt und das geht an den sozialen Problemen, die wir da haben, völlig vorbei. Ich glaube, das hat keiner behauptet, dass das Ganze alle Probleme lösen wird, alle sozialen Probleme. Aber es heißt deswegen natürlich nicht an sich, dass es grundsätzlich unsinnig wäre. In Teilen meines Erachtens war die Reaktion erstaunlich und auch sehr heftig und zeigt auch irgendwie, dass in der Politik in großen Teilen wirklich auch schon eine starke Ablehnung da ist gegenüber den Finanzmärkten, gegenüber der Börse mittlerweile und damit natürlich irgendwo ja auch gegenüber den Aktionären, die an den Finanzmärkten investieren, die da Geld anlegen. Und die Kritik, die gipfelt auch am Ende darin, im Grunde nur, das sei alles so kapitalistisch, letztlich asozial irgendwie und dem Gemeinwohl in keinster Weise dienlich. Aber ist das so? Schadet das Ganze, wenn man Aktiensparen fördert, jetzt dem Gemeinwohl? Schadet das der allgemeinen Wohlfahrt? Im DAX sind 30 Unternehmen und die haben dieses Jahr ausgeschüttet an die Aktionäre 35 Milliarden Euro. Das sind 420 Euro pro Bundesbürger. Und das sind nur die 30 DAX-Firmen und das sind nur die Dividenden, also ohne Kursgewinne, ohne Wertschöpfung, die jetzt in den Unternehmen verbleibt. Es findet also grundsätzlich schon mal allein in diesen 30 DAX-Unternehmen schon eine sehr hohe Wertschöpfung statt. Und jetzt wissen Sie vielleicht, was die Dividenden betrifft.
Davon geht die Hälfte ins Ausland. Anteil der Auslandsanleger an den DAX-Unternehmen liegt zwischen 50 und 55%, Tendenz steigend. Also die Hälfte von den Dividenden geht ins Ausland, weil ausländische Anleger klug genug sind, deutsche Aktien zu halten. Und das dürfen sie ja auch. Jeder streut nach Ländern, nach Regionen. Wir haben ja dafür dann auch Aktien von Apple zum Beispiel oder Alibaba oder Facebook und so weiter. Aber ich glaube, eins ist schon klar, es geht uns da was durch die Lappen. Dem einzelnen Sparer natürlich sowieso, aber auch insgesamt der Volkswirtschaft. Es werden Gewinne erwirtschaftet hier von den Unternehmen und die fließen ab zum Teil, weil wir diese Gewinne auch nicht haben wollen, offenbar. Und das kann man sehen, wie man will, aber ich sehe das als Schaden und zwar in sozialer Hinsicht und in volkswirtschaftlicher Hinsicht. Und man fragt sich ja auch, wo ist das Problem, wenn mehr Bürger mit Aktien Anteil haben an Unternehmen, an der Produktivkraft, am Produktivkapital einer Gesellschaft. Und wenn der Anteil noch so klein ist, aber wir freuen uns ja auch, wenn Bürger zum Beispiel Wohneigentum haben, wenn die Wohnungen nicht alle nur Großinvestoren gehören und Konzernen, sondern wenn auch Privatleute Wohneigentum haben. Das finden wir sehr wünschenswert, das wird gefördert. Aber wenn die Leute Anteile haben an Unternehmen, am Produktivkapital hier bei uns, dann ist das plötzlich schlecht, dann ist das Zockerei und asozial. Und das ist für mich so nicht nachvollziehbar. Es kann nicht jeder Aktien haben, das ist klar, es kann sich nicht jeder Aktien leisten, aber viele können sich's leisten oder viele können sich mehr Aktien leisten. Geldvermögen in Deutschland liegt bei 6 Billionen Euro. Also nicht Häuser oder Autos oder Möbel, die ja alle auch was wert sind, sondern reines Geldvermögen. Und das meiste davon ist Bargeld, Bankeinlagen oder ist in Versicherungen. Aber wir wissen auch auf der anderen Seite, langfristig die höchsten Renditen bringen Aktien. Und jetzt fragen wir uns mal, was geht uns da vielleicht eigentlich verloren, so als Land und als Volkswirtschaften. Wir peilen das jetzt nur mal ganz hypothetisch über den Daumen, weil man kann ja jetzt auch nicht das ganze Geld, das da ist, alles plötzlich in Aktien anlegen. Aber wir sagen jetzt mal konservativ, die Deutschen werden einfach grundsätzlich da ein bisschen mutiger und investieren mehr in Aktien. Und dadurch steigt die Rendite, die das gesamte Geldvermögen erwirtschaftet in Deutschland jedes Jahr. Oder es steigt insgesamt unterm Strich um 1% pro Jahr. Mal läuft es schlechter, mal läuft es besser, aber das hieße dann schon, auf das deutsche Geldvermögen gäbe es pro Jahr eine extra Rendite, eine zusätzliche Rendite von 60 Milliarden Euro pro Jahr. Und klar, dann werden die Reichen noch reicher, ganz schlimm, aber es ist eine zusätzliche Wertschöpfung, die da dann im Land stattfindet. Es werden zusätzlich Werte geschaffen, dafür müssen wir nichts erfinden, nicht mehr verkaufen, wir müssen auch nicht mehr arbeiten dafür. Dieses Geld wäre in der Volkswirtschaft zusätzlich da, tritt jedes Jahr auf als extra Nachfrage beim Bäcker, beim Friseur, beim Autohändler und auch natürlich als höhere Besteuerungsgrundlage, also auch mehr Steuereinnahmen, mehr Geld für den Staat, mehr Geld für soziale Zwecke. Und das geht uns momentan alles verloren, weil wir sehr wenige Aktionäre haben, weil unser Geldvermögen weniger effektiv investiert wird. Und da kommt es nicht darauf an, ob wir jetzt in diese DAX-Unternehmen investieren, also in inländische Aktien oder ob wir das im Ausland investieren. Das Beste wäre natürlich, es wird da investiert, wo es am meisten Rendite bringt, aber das weiß man vorher natürlich leider nicht. Deswegen streut man ja auch nach Ländern, nach Sektoren, nach Themen. Das sollte man auch machen. Aber auch wenn man das Ganze volkswirtschaftlich sieht, es spricht ja nichts dagegen, auch für
Auslandsinvestments. Beispielsweise jemand kauft sich Aktien Bank of China, Dividendenrendite 6% und erhält die 20 Jahre lang. Das ist dann ja auch kein wirtschaftlicher Schaden für uns. Das sind ja vielleicht sogar die echten Patrioten, weil die investieren ihr Geld im Ausland und zu uns kommt dadurch dann jahrelang ein Kapitalzufluss aus China in dem Beispiel. Und für den muss auch schon keiner arbeiten hier und da müssen wir den Chinesen auch nichts extra verkaufen. Den Zufluss haben wir dann Jahr für Jahr und am Ende vielleicht sogar noch im Idealfall einen Kursgewinn. Ist jetzt keine Kaufempfehlung für Bank of China, das ist jetzt nur ein Beispiel, das vielleicht irgendwo naheliegen würde. Jedenfalls, worauf ich raus will, ich glaube, es ginge uns besser, wenn wir mehr Aktionäre hätten und zwar auch gesamtgesellschaftlich. Wenn das Geldvermögen, das da ist, besser angelegt werden würde, weil dann ist zum Schluss auch mehr da, mehr Substanz in der Volkswirtschaft und davon profitieren alle und daran ist nichts Illegales und nichts Unsolidarisches und schon gar nichts Asoziales. Aber klar, die Sache hat auch einen Haken und das ist das Risiko von Aktieninvestments und das kann man nicht wegreden. So sinnvoll es wäre, mehr zu investieren in Aktien, aber stellt sich immer die Frage, ist dieses Risiko für die Leute zumutbar? Das ist eine gesamtgesellschaftliche Frage natürlich, aber am Ende dieses Risiko, es bleibt eben auch wirklich am Einzelnen hängen. Und der Einzelne muss sich dann am Ende fragen, kann ich bei allen Chancen, die ich habe, kann ich dieses Risiko eingehen? Wie viel Risiko kann ich eingehen? Wie viel stecke ich weg? Wie viel Risiko kann ich mir leisten? Auf der einen Seite, es stimmt, Aktien bringen die höchsten Renditen langfristig, zumindest bis jetzt war es fast immer so. Und auf der anderen Seite, das muss man eben auch aber vor Augen haben als Anleger, die Börse ist keine Einrichtung, die man irgendwann mal gegründet hat, damit wir da alle reich werden, damit wir da alle hohe Renditen bekommen, einfach so. Das wird einem manchmal so verkauft. Kaufen Sie Aktien, bringt mehr Rendite langfristig, Punkt. Aber das ist nicht das Wesen der Finanzmärkte. An den Finanzmärkten wird einem nichts geschenkt und es gibt auch keine Garantien niemals. Das Risiko ist da und das Risiko kann Ihnen als Anleger keiner abnehmen. Wenn man sich jetzt die langfristigen Kursverläufe anschaut, immer, dann ist es anscheinend ganz furchtbar einfach, dass man Geld verdient an der Börse. Jeder verdient da anscheinend Geld, wenn er nur lang genug wartet. Aber viele Anleger in der Realität, die verlieren eben auch Geld und gerade auch Anleger, die Selbstentscheider sind, die auch in Einzelaktien gehen zum Beispiel. Und das liegt nicht daran, dass diese Anleger jetzt besonders dumm wären, sondern wenn man das wirklich aktiv mal betreibt, dann merkt man eben schnell, ganz so einfach ist die ganze Sache doch nicht, wie man sich's vorstellt. Und die Antwort, die dann darauf immer kommt, aus der Finanzindustrie, da heißt es dann meistens, ja, lassen Sie das einfach bleiben, schauen Sie nicht auf den Markt, suchen Sie sich nicht Aktien selber aus, das bringt alles nichts, einfach alles in ein Produkt lange liegen lassen und das wird dann schon alles. Und dieses Argument ist nicht ganz so falsch, aber trotzdem, ich persönlich, ich finde es besser, viel besser, wenn man als Aktionär selbst entscheidet, was man tut, sofern man das will natürlich und sofern man da die Möglichkeiten hat, die Kapazitäten auch. Aber ich finde es auf jeden Fall besser, wenn man sich nicht blind verlässt auf die Märkte und auf die Produktanbieter, sondern wenn man weiß für sich selber, was habe ich gemacht und warum habe ich es gemacht. Das ist eine Frage der Aktienkultur natürlich, dass die Leute auch irgendwo einen Bezug haben zu den Unternehmen, in die sie investiert haben. Ja, ich finde es auch sehr wichtig für einen selber. Das Geld ist sauer verdient in der Regel und es ist immer gut, wenn man das nicht ganz so dem Zufall überlässt und den Launen der Märkte, den sprichwörtlichen, sondern man hat eine Entscheidung
getroffen für sich selbst, auch wenn man dann falsch liegt ab und zu mal. Und das passiert eben auch, und das muss man sich auch klar machen. Es läuft nicht immer so, wie man sich das so denkt als Aktionär. Aber das gehört eben auch dazu. Und das gehört wirklich auch dazu. Und das heißt nicht, dass es grundsätzlich falsch wäre, dass man seine Entscheidungen am Markt selber trifft. Und wenn man das weiß, dann ist es auch leichter, dass man dran bleibt, auch wenn es mal Rückschläge gibt. Es hat als Anleger natürlich jeder seine Strategie und seine ganz eigene Strategie, und das ist auch gut so. Von mir deswegen jetzt nur ein paar Grundgedanken, damit es eben doch klappt mit Aktien. Vielleicht auch für die Leute, die relativ neu sind in der Aktienanlage, die neu sich was aufbauen wollen. Also ganz wichtig ist natürlich, dass man streut, dass man möglichst breit streut, auch wenn man mit Einzelaktien arbeitet, dass man nie alles auf eine Karte setzt oder nur auf einige wenige Themen. Ich finde es persönlich wichtig, dass man, gerade wenn man langfristig investiert, dass man auf Qualität setzt, dass man Aktien von guten Unternehmen kauft, dass man da lieber auf lange Sicht Substanz hat, als dass man investiert in Hoffnung auf irgendwelche Sachen, die vielleicht in der Zukunft mal passieren. Und dass man auch nicht unbedingt in so Themen immer reinkauft, die gerade gehypt werden. Da muss man vorsichtig sein. Das ist nämlich meiner Meinung nach einer der Gründe, warum viele Selbstentscheider auch oft verlieren und wirklich viel schlechter dastehen als der Markt. Und wenn man sowas trotzdem macht, in heiße Themen investieren, dann sollte man es eher dann machen, wenn man eher kurzfristig agiert und wenn man auch relativ schnell reagieren kann auf neue Entwicklungen. Und dass man sich informiert von verschiedensten Seiten, das ist auch sehr wichtig, dass man sich unterschiedliche Standpunkte auch anhört und dass man dabei aber natürlich kritisch ist und sich versucht, eine eigene Meinung zu bilden. Aber Information für Selbstentscheider ist Information das A und O. Und dafür gibt es unter anderem natürlich uns, die Zukunftsmärkte Reports, von denen ich gerade schon gesprochen habe. Wie gesagt, die sind gratis, www.zukunfts-märkte.de. Wir informieren hier über die Schwellenländer hauptsächlich, vor allem, und damit über Themen, über die Sie vielleicht woanders nicht so viele Informationen bekommen. Und gerade wenn Sie eher langfristig agieren am Aktienmarkt, was die Schwellenländer momentan auszeichnet, Sie kriegen da als Anleger zurzeit gute Unternehmen zu guten Kursen. Da stehen in der Hinsicht die Schwellenländer Börsen momentan viel besser da im Vergleich als die westlichen Börsen. Behandeln wir alles in unseren Reports immer wieder und natürlich auch hier auf dem Kanal, und den können Sie ja auch abonnieren und beim Anmelden immer auf das Glöckchen drücken. Das ist die Benachrichtigung, wenn brandneue Beiträge da sind. Aber was die Aktienanlage betrifft, unterm Strich bei allen Herausforderungen, Aktien sind die beste Geldanlage, solange man ein solides Portfolio hat, ein ordentliches Portfolio, solange man vernünftig agiert am Markt und mit Augenmaß. Viele sagen, man schlägt den Markt sowieso nicht als Privatanleger, weil da tritt man gegen den Profis an, die wissen mehr als man selbst. Das stimmt vielleicht, aber wenn Sie Selbstentscheider sind am Aktienmarkt, Sie müssen den Markt auch nicht schlagen. Was Sie brauchen, ist eine Strategie, mit der Sie vorgehen, und Sie brauchen ab und zu eine gute Entscheidung, die Sie getroffen haben, weil Sie haben einen großen Vorteil als Selbstentscheider, als Privatanleger gegen die Profis. Sie müssen nicht bei jeder Marktbewegung immer irgendwie dabei sein. Sie müssen nicht in jeder Situation eine Meinung dazu haben. Sie müssen nicht immer richtig liegen. Sie müssen nicht jeden Tag recht haben. Sie können so investieren und dann investieren, wie Sie es für richtig halten, und Sie können da investieren, wo Sie eben wirklich persönlich eine Chance sehen, und Sie können es aber auch mal lassen, wenn Sie nicht überzeugt sind von irgendeiner Situation oder Konstellation. Sie sind keinem Rechenschaft schuldig, außer vielleicht
sich selbst. Und in meinen Augen ist das ein Vorteil und der ist unschätzbar und der wiegt sehr viel auf, auch den Ärger, den man vielleicht mal hat, wenn man sich selber kümmern muss um seine Aktien. Aber wie gesagt, gehört immer auch dazu, da darf man sich auch nicht verrückt machen lassen. Am Ende soll das Ganze auch ein bisschen Spaß machen, würde ich sagen. Und ich glaube, viele Anleger, die haben tatsächlich auch viel Spaß mit ihren Aktien. Es ist auf jeden Fall immer spannend und spaßig wird es dann spätestens dann, wenn der Erfolg sich einstellt. Und in der Regel tut er das auch früher oder später. Und ich hoffe, ich habe damit den einen oder anderen motivieren können zur Aktienanlage, ob sie jetzt gefördert wird oder nicht. Aber vielleicht kommt das Thema ja eines Tages auch wieder zurück. Wir nähern uns auf jeden Fall dem Jahresende jetzt und hier nächste Woche, da bringen wir einen Jahresrückblick auf Börsen, die sehr gut gelaufen sind 2018 und das wird vielleicht interessanter als das Übliche, was da so kommen wird, weil wir kümmern uns ja nicht nur um DAX und Dow, sondern wir schauen uns an die Börsen weltweit und stellen uns da auch die Frage bei den robusten Börsen, was ist da vielleicht noch drin im neuen Jahr? China Immobilienmarkt habe ich Ihnen auch versprochen als Thema. Den haben wir verschoben aufs neue Jahr, aber so wie es ausschaut, der läuft uns jetzt erstmal auch nicht weg, der chinesische Immobilienmarkt. Also bis dahin auf jeden Fall. Ich wünsche Ihnen noch ein paar schöne, entspannte Vorweihnachtstage und selbstverständlich ein frohes Weihnachtsfest. Danke, vielen Dank fürs Zuschauen.